Wir starten jetzt mit einer jungen Dame, die eben schon auf der Bühne war, bei unserem schönen Drei-Letter-Code-Gewinnspiel. Ich habe es gesagt, sie ist aus einem bestimmten Ort heute hier angereist und wird da auch nachher hin zurückfliegen. Sie war nämlich und fliegt wieder in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Und das finde ich natürlich vor diesem kompletten Zusammenhang, den wir auch heute hier schon andiskutiert haben, unglaublich spannend. Sie ist die Gründerin der Firma Data Quotient und sie hat ein glasklares Postulat. Sie sagt nämlich, all das, was mit der Digitalisierung zusammenhängt, ist eigentlich die Renaissance of Humanity. Und damit ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Nicole Büttner. Das haben Sie so gesagt. Ja, ja, können Sie mich verbessern. Bitte. Wie mache ich das mit den Folien hier? Super. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich war heute nach Marathon Enteisen auf jeden Fall auf einem guten Weg hier nach Frankfurt. Immer schön hier zu sein. Vielleicht zwei Worte zu mir. Ich bin sozusagen das Data Girl, ja, und deswegen vielleicht etwas unerwartet jetzt auch mit so musischen Themen wie Humanismus und der Wiederentdeckung des Menschen eigentlich befasst. Ich bin grundsätzlich Tech-Optimist. Ich glaube, dass wir viele der Probleme, die wir haben, momentan mit Technologie gut lösen können. Und irgendwo auch Technologiemacherin, denn mit Data Quotient gehen wir eigentlich zu Firmen hin und implementieren mit ihnen eben die Anwendungsgebiete, finden Anwendungsgebiete und implementieren die auch in Software von künstlicher Intelligenz, von Machine Learning, von Data Analytics. Ja, Renaissance of Humanity, ich könnte jetzt quasi ketzerisch sagen, die Session heißt Go Digital und ich würde hinzufügen, Go Analog. Oder ist es dasselbe? Ist es dasselbe? Ist es was anderes? Ich glaube, die gesellschaftliche Debatte wird eigentlich oft sehr gespalten geführt. So erlebe ich das. Wir reden entweder von wunderschönen Technologiewelten, hochtechnisiert, quasi kein Mensch mehr notwendig. Man sieht da nur noch so Fabriken, Roboter. Oder auf der anderen Seite wird eine Welt aufgemacht von Heidiland, sage ich jetzt mal, wenn ich schon aus Davos komme. Kühe, Bergmusik und die Welt ist noch in Ordnung. Und dazwischen gibt es quasi fast keine Möglichkeit. Entweder Technologie entmenschlicht uns total oder wir müssen uns eigentlich davor schützen und das so bewahren, wie es ist. Ich würde sagen, wir müssen das überkommen, denn wir wissen nicht, ob wir den superintelligenten Computer bauen irgendwann, der uns ersetzt. Ich glaube nicht. Aber wir müssen jetzt agieren und jetzt im Grunde genommen Lösungen finden. Und deswegen glaube ich, dass die Einführung von mehr künstlicher Intelligenz, von mehr Algorithmen, von mehr Technologie eigentlich dazu führen wird, dass wir unsere menschlichen Werte, ja, und unseren menschlichen Mehrwert sozusagen wieder neu entdecken. Dazu habe ich jetzt erstmal 10, jetzt können Sie sich fragen, was hat das mit meinem Unternehmen zu tun? Das ist ja schön, dass wir so einen gesellschaftlichen Diskurs führen. Wir gehen eben zu vielen Unternehmen rein und Überraschung, stoßen eben auf genau diese Themen bei der Umsetzung. Also die Daten, und das werden meine Nachredner, da werden die näher drauf eingehen, was sind die Use Cases, was sind die ganz tiefen Anwendungsgebiete, was sind die Probleme vielleicht bei Daten und technischer Natur. Aber wir sehen eben, dass ein wichtiger Faktor ist eben der Mensch. Es geht ohne den Menschen nicht, ja, der Status quo. Und oft ist es eben so, wenn ich in ein Unternehmen reinkomme mit, wir machen jetzt Machine Learning, das ist hier aus dem Terminator, ich weiß nicht, kennen Sie das noch, Skynet. Ne, also da kommt jemand und will irgendwie was einführen. Ich versuche das sofort zu entschärfen und sage, okay, es ist nicht, AI ist nicht Artificial Intelligence, es ist Augmented Intelligence. Wenn man zu dem Beispiel von Herrn Schmidt zurückkommt, ist es quasi wie das Exoskelett fürs Hirn oder so, ja. Und was wir eben ganz oft bauen, sind viel mehr Assistenzsysteme für den Menschen, damit er bessere Entscheidungen treffen kann, informierte Entscheidungen treffen kann und eben auch sozusagen einfach Informationen geliefert bekommt zwischen verschiedenen Prozessen. So, time to delegate. Ich habe so 8, 9, ich sag mal, Thesen mitgebracht. Wir wollen ja auch ein bisschen diskutieren hier. Time to delegate. Oft sagen wir, ein Phänomen ist immer Massenarbeitslosigkeit. Ja, mit Algorithmen, mit Automatisierung ist das eine der häufigsten Fragen. Natürlich auch im Betrieb, wenn man da reinkommt. Ne? Also deswegen auch bei der Implementierung. Man braucht immer Menschen, die einem das erklären, was so passiert. Sonst kann man auch keinen schlauen Algorithmus bauen, wenn man nicht im Grunde genommen weiß, was hinter den Daten steht. Die müssen einem oft Menschen erklären. Und wir sagen eigentlich oft, die Maschinen nehmen uns unsere Arbeit weg. Ich würde eher sagen, wir haben schon viel zu lange Arbeiten gemacht, die eigentlich ein Mensch gar nicht machen sollte, die eine Maschine machen sollte.
Ich habe das jetzt mal mitgebracht, weil ich dachte, ich bleibe mal bei einem ganz hausnahen Beispiel. Mein Mann, wenn ich sage, bring mal den Müll runter, Schatz, würde ich mal behaupten, er ist auf jeden Fall auf der Seite von, können wir delegieren an Maschinen. Wäre vollkommen in Ordnung, unproblematisch, würde er nicht vermissen. Und ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, weil eine Tätigkeit, ja, die mein Mann sozusagen in unserem Haushalt ausübt, ersetzt wird von einem Roboter oder von einem automatisierten Prozess, gleich mein Mann loszuwerden. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was wir überkommen müssen. Wir reden oft, 45% der Arbeitsplätze können 45% der Arbeit ist automatisierbar. Es sind 45% der Tätigkeiten. Das heißt nicht, dass gleich da diese ganzen Arbeitsplätze wegfallen. Kann natürlich den einen oder anderen Sektor mehr betreffen, aber im Großen. Technologie ist nicht das Problem, Technologie kann die Lösung sein. Ich glaube, oft werden wir konfrontiert damit, Technologie isoliert uns, Technologie bringt uns in Fake News, Echo Bubbles, also Algorithmen konkret, ja, diese Chatbots im Internet und so weiter. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns überlegen, wir können wir sind eigentlich alle im Druck. Wir haben begrenzte Ressourcen menschlicher Zeit. Wir haben begrenzte Ressourcen von natürlichen Rohstoffen. Wir haben begrenzte Ressourcen von Geld. Ja? Und Algorithmen und maschinelles Lernen helfen uns eigentlich dabei, vieles davon zu optimieren und mehr aus dieser Ressource Mensch, aus der Ressource auch Planet rauszuholen. Und das sind sicherlich, wenn Sie jetzt an Ihren Arzt denken, wir haben beispielsweise ein Projekt in London mit Krankenhäusern, da geht es um die Notaufnahmen. Ja, wann soll wer wo in die Diagnostik und wer zu welchem Arzt? Und wie priorisiert man eigentlich, wer dringender jetzt einen Arzt braucht? Ja? Das sind solche Probleme, das sind wirklich, was Menschenleben retten kann, jeden Tag. Und ich glaube, das müssen wir auch mehr in den Vordergrund stellen, auch in Unternehmen. The problems are human. Also ich habe das jetzt extra auch ein bisschen so zweideutig formuliert. Soll heißen, die Probleme, ja, der Algorithmus, der hat diese Probleme nicht, der hat diese Bedürfnisse nicht. Wir geben das immer noch vor. Ja? Ich will jetzt nicht wieder bei dem Beispiel meines Mannes bleiben und sagen, aber beim Algorithmus, dem kann man quasi sagen, was er will. Und ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu behalten, dass es den Menschen immer braucht als Wähler, zwischen Entscheidungen, als Wähler eines Produktes, ja, als Wähler einer Option. Und das ist auch im Unternehmen ganz entscheidend, wenn es so um hierarchische Strukturen in Unternehmen bei der Umsetzung geht. Renaissance of Purpose. Da geht es um das Thema, wenn wir natürlich alle entlastet werden, wenn wir alle im Grunde genommen diese, im Englischen sagt man dull, dirty, dangerous. Ja, also ein bisschen repetitive Aufgaben im Grunde genommen loswerden, haben wir natürlich über alles gesehen auch mehr Zeit in unserem Arbeitstag und haben natürlich auch mehr Zeit, uns Gedanken zu machen darüber, was uns eigentlich ausmacht. Ne? Wenn jetzt auf einmal ein Algorithmus gewisse Sachen kann, die ich vorher konnte, was heißt das eigentlich für mich als Arbeitskraft im Unternehmen? Was heißt das eigentlich für mich als Mitarbeiter? Wie grenze ich mich dann auch ab vom Algorithmus? Also das sind, glaube ich, Themen, die kommen, und das sehen wir auch in den Teams, die kommen. Das ist nicht unlösbar, aber das sind einfach Themen, die muss man im Kopf behalten, wenn man sich auch an solche technologischen Lösungen heranwagt und auch keine Scheu davor haben. Und das führt manchmal zu sehr kreativen, sage ich mal, Überraschungen auch aus dem Mitarbeiterpool heraus. Let's build a better polis. Ich habe das eigentlich so aus dem Bild rausgenommen. Im alten Athen war ja diese schöne Vorstellung, wir haben die Demokratie, die wurde eben auf dem Rücken der Sklavenhaltung, ne, von Nichtbürgern sagen betrieben. Wenn wir jetzt sozusagen Maschinen haben, die unsere Sklaven sind, dann können wir uns ja wieder mit diesen schönen Themen auseinandersetzen. überspitzt, ne? Alles überspitzt. Und das betrifft natürlich auch, sage ich mal, die Grenzen dessen, was wir machen wollen mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen, auch also nicht nur als Gesellschaft, sondern eben auch im Unternehmen. Welche Prozesse kann ein Algorithmus besser, aber sie sollen vielleicht trotzdem von einem Menschen gemacht werden? Ja? Da geht es darum, was ist fair, was ist diskriminierend von einem Algorithmus? Ja? Wir arbeiten eben auch oft mit personengetriebenen Daten. Und das sind wichtige Fragen. Da gibt es nicht immer ein richtig und falsch, sondern es sind eben oft auch Werteentscheidungen, ja, im Unternehmen. Wenn wir jetzt dran denken,
So diskriminierende Algorithmen hören wir ja ab und zu. Ne? Also ganz schlecht sind beispielsweise Bilderkennungsalgorithmen bei schwarzen Frauen. Das sieht man einfach, weil die im Datenset sind die einfach am wenigsten repräsentiert. Also IBM, Google und so weiter anschauen, die Algorithmen, die haben super Voraussagen, aber wenn sie es dann segmentieren nach Frau, Mann und noch Hautfarbe, dann sehen sie, schwarze Frauen haben eigentlich total geloost. Das heißt ja nicht, dass man das nicht besser machen kann, ne? Aber man muss dann quasi, das liegt dann erstmal an den Daten, aber man muss eben als Unternehmen sich dann überlegen, okay, was sind die Dinge, die uns wichtig sind in dem Algorithmen, die wichtig sind funktionell, damit er gut funktioniert, aber die eben auch wichtig sind, wann ist es vielleicht auch wichtig, das unterscheiden zu können, weil es eine Modeempfehlung geht oder ja, um Dinge, die eben damit zusammenhängen und die Sinn machen. Und da kann ich eigentlich nur appellieren, machen Sie sich darüber wirklich Gedanken, das sind schwierige Diskussionen auch manchmal in Unternehmen, und es wird immer jemanden geben, der sagt, bei der Vergabe von Bankkrediten beispielsweise, ist das jetzt diskriminierend oder nicht? Aber man braucht eben eine Story, man muss sich überlegen, was ist das, was uns wirklich wichtig ist und darauf erstmal sich fokussieren. Embrace Uncertainty, embrace Imperfection. Also ein großer Appell, gerade für die Ingenieursnation, ich bin ja zwischen Karlsruhe und der Schweiz tätig, sozusagen zwischen den perfekten Automobilherstellern und perfekten Uhrenmachern. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht zu sagen, wir sind eben sehr iterativ unterwegs mit maschinellem Lernen. Es ist erstmal nicht das perfekte, schöne Kind, was da auf die Welt kommt, sondern es ist vielleicht auch manchmal erstmal ein bisschen hässlich. Und man muss daran arbeiten und man muss es besser machen. Also das ist so eine 80-20 denke, sage ich mal, nicht diese 150%, mit denen wir ja sozusagen unsere Volkswirtschaft groß gemacht haben, sondern ein bisschen Experimentierfreude, ein bisschen Spielkasten im Unternehmen. Das erfordert auch Vertrauen natürlich, weil das heißt, experimentieren heißt vielleicht auch Fehler machen, vielleicht Sachen mal falsch machen, daraus lernen und sie dann besser zu machen. Das heißt, das ist eben auch eine sehr kulturelle Sache. Ne? Wenn wir sehen, Mitarbeiter haben irgendwie das Vertrauen vom Management, haben das Vertrauen auch im Team, dann sind sie viel bereiter, das zu machen und dann ist das Resultat in der Regel deutlich besser. Also hier der Appell. Reconnect, da geht es darum, ne, dass wir im Grunde genommen durch Algorithmen nicht nur in Bubbles kommen, sondern wir können eben auch deutlich mehr an Empathie gewinnen. Wir können auch viel besser in die Lebensrealität von anderen Menschen einsteigen. Zum Teil Deconnect, ich versuche jetzt ein bisschen, ich habe gar keine Zeit hier, Sie müssen mich ein bisschen. And Deconnect. Wenn wir uns überlegen, dass Maschinen, dass Algorithmen, dass optimierte Prozesse dazu führen, dass wir weniger routinierte Aufgaben machen, dann heißt es, dass die Aufgaben, die wir machen, sind dann wirklich anspruchsvoll. Also mir geht es zumindest so im Alltag, wenn ich dann meine E-Mails abarbeite am Flughafen irgendwie so ein bisschen kurz bevor der Flug noch pünktlich ist, dann macht man solche Routineaufgaben und die braucht man ja auch irgendwie, weil man kann ja nicht immer bei 120% sein. Deswegen wird es auch immer wichtiger sein, ganz proaktiv abschalten zu können und sich ganz, also auch regenerieren zu können, auch im Arbeitsalltag, aber auch in seiner Freizeit. Also eigentlich auch urmenschlich, ja, zu sagen, was macht mir Spaß, wie bin ich fit, wie habe ich meine Batterien sozusagen vollgeladen. Letzter Punkt, it's the education stupid. Ich glaube, dass das Modell, ich lerne, ich arbeite, ich sterbe, ist tot. Ich lerne, ich arbeite, ich probiere was Neues aus. Ich lerne, ich arbeite, ich mache Pause, ich lerne, ich mache was Neues. Das erleben wir heutzutage. Und das ist eben auch ganz wichtig, also nicht nur, wenn wir uns darüber überlegen, wie sollen Bildungssysteme von morgen aussehen, sondern eben auch, wie sieht Mitarbeiterförderung aus im Unternehmen, wie suchen wir Talente aus für die Teams, ja, was müssen die mitbringen. Ich denke immer an den Cirque du Soleil. Kennen Sie Cirque du Soleil? Das ist so ein Akrobatenzirkus, wahnsinnig. Wenn Sie mal die Chance haben hinzugehen, machen Sie es auf jeden Fall. Wie suchen die eigentlich Leute? Weil das sind ja oft die verrücktesten Sachen. Also, jemand jongliert in einem umgekehrten Zylinder. Sucht man sowas aktiv? Wahrscheinlich nicht. Sondern man findet Leute, die extrem gut sind in dem, was sie tun, und dann findet man ja, Aufgaben. Also auch der Appell an Sie in der Organisation, auch wenn wir über sag ich mal, neue oder sich verändernde Aufgaben im Team nachdenken, auch diese Aspekte zu berücksichtigen.
Ja, ich bin damit eigentlich schon am Ende. Die Botschaft ist, Algorithmen sind nicht böse oder gut, sondern das, was der Mensch daraus macht, ist böse oder gut. Und ich sehe es als Chance, dass wir mehr Zeit haben können für das, was uns ausmacht als Menschen. Dass es eine Chance ist, Verbindungen zu knüpfen zu anderen Menschen und dass wir damit gesellschaftliche Probleme auch ganz großer Größenordnung lösen können. Deswegen bin ich gespannt, was Sie mit dieser Einladung machen. Go Digital ist gleich Go Analog und freue mich jetzt auf die Diskussion.